Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Dawn. Im letzten Part haben wir Martin gerettet. Und ich denke, mit dem werden wir jetzt mal kurz sprechen. Ich glaube, hier im Bürogebäude kann man eine Weile bleiben. Wenigstens habe ich jetzt ein paar Leute um mich rum, die mit mir reden. Warum sagst du nichts zu dem, was ich wissen will? Sprechen wir mal mit Alden noch mal ein bisschen. Er sitzt wie ein Zombie vor dem Computer. Dann leck mich. Croc geht's überhaupt nicht mehr gut. Müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Na, Drake. Hier drin fühlt es sich zwar sicher an, aber für wie lange, hä? Ich hoffe doch, dass sich die Situation da draußen bald wieder stabilisiert. Und du hier? Komm jetzt her. Der will nicht mit mir reden. Ey, verarsch mich nicht. Komm her. Oh, verdammt nochmal. Ich möchte auch mit Ralph sprechen. Jetzt. Es ist schade, dass ein Meister nicht hier ist. Er wüsste sich eine Lösung. Ja, das ist schön für dich. Und du hier? Ich hoffe, Uranias wird jetzt bald so, wie es früher war. Okay. Sollte ich Croc heilen gehen? Ich weiß es nicht. Oh, Idrik, alles klar. Pass auf dich auch. Tschüss. Und du? Auch wenn wir nicht rauskommen. Irgendwann hilft uns bestimmt das Militär oder eine Rettungseinheit. Ja, ja. Solange können wir geduldig warten, oder nicht? Hey Drake, na, alles klar? Gönn dir doch mal einen schönen Softdrink. Ja, ja, werde ich nicht. Gut, sprechen wir jetzt mit Myra. Oh, hallo Drake. Martin hat sich gerade eben bei mir vorgestellt. Er ist im oberen Stockwerk. Er meinte, er hätte eine Lösung, um hier zu verschwinden. Sieht ganz danach aus. Ein Problem gibt es da aber. Welches Problem? Richie hat mich vorhin angerufen. Er meinte, der Südeingang sei abgesperrt worden. Was? Nein! Wieso denn das? Richie meinte, dass der Zugang von Safronia City aus gesperrt wurde. Also war das schon mal nicht diese Kackpratze von Major Bob. Was meinst du? Na, schon gut. Sabrina, die Arenaleiterin von Safronia City, hat in ihrer Arena einen Schalter. Die Irre, die ich vorhin getroffen habe? Warum macht man es mir immer nur so schwer, hä? Meinst du, ich komme irgendwie in die Arena rein? Gute Frage. Sebastian meinte vorhin sogar, dass die Arena ein unüberwindbares Hindernis sei. Also, wenn es darum geht, es irgendwie zu hacken oder sowas. Das werden wir sehen. Croc, gehen wir zur Arena. Ani! Okay, zur Arena. Allerdings brauche ich da definitiv Heilung. Oh mein Gott. Ja, letzte Heilung. Oh shit. Ob das klug war, ich weiß ja nicht. Ich denke eher nicht. Shit, die Heilung ist weg. Dein Kanimani wurde vollständig geheilt. Komm jederzeit wieder. Und dann? Hallo Drake, tut mir leid, aber die Medizinvorräte sind leider aufgebraucht. Ich kann vorerst nichts mehr für euch tun. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Okay, ich muss mit Speichern arbeiten. Wenn ich jetzt zu viel Damage nehme, dann ist das vermutlich ein Problem. Ist hier irgendetwas noch am Leben? Verdammter Blitz. Ne, alles scheint tot zu sein. Was eigentlich gut ist. Ja, ich denke schon. Okay, dann ab in die Arena. Obwohl ich da ein bisschen meine Zweifel habe. Hallo? Ich komme hier nicht rein. Na toll. Was soll ich jetzt machen? Etwa anklopfen? Hä? Scheint, als würde man uns erwarten. Gut, dann gehen wir rein. Oh, na super. Ah, Moment, Moment, Moment. Immer das entgegengesetzte diagonal gesehen. Ich glaube, dann funktioniert es. Nein, shit. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Hier hoch. Dann hier hoch. Ich glaube, so hat es mal funktioniert früher. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, und da bin ich. Kann ich speichern? Oh, Göttlichkeit, ich kann speichern. Wie geil ist das denn? Okay, Sabrina. Ich musste es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich kann es aber dennoch nicht fassen. Wovon redest du, hä? Davon, dass du noch lebst. Fängst du denn wieder mit dieser Scheiße an, hä? Was soll das überhaupt bedeuten? Und woher weißt du, dass Giovanni mein Vater ist, hä? Das werde ich einem Amateur wie dir sicher nicht sagen. Ich muss das wieder gerade biegen. Was soll das heißen, hä? Willst du mich etwa herausfordern? So sieht's aus. Ich muss dich aus dem Weg räumen, bevor größerer Schaden entsteht. Und da kommt es, der Kampf gegen Sabrina. Okay, Zeit, um aufzuräumen. Es ist an der Zeit, Simsala. Oh shit, Simsala.
Nimm, Salah! Okay, Croc. Zeigen wir der Alten, was Sache ist. Bam! Was konnte dieses Simsala nochmal? Es kann sich aufteilen, irgendwie. Macht es bestimmt gleich. Shit, shit, shit! Ja, genau das kann es. Shit! Hab mich erwischt. Hab ich's erwischt? Das Richtige, meine ich. Nein, geh weg! Nein, 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 nein. Bam! Ha, ich hab's immerhin einmal erwischt. Nein! Weg! Oh Gott, die Simsala ist irgendwie... Ne, shit! Bam! Ja, die Hydropumpe hat gesessen. Muss jetzt irgendwie gut machen. So, beim ersten Mal am besten. Lass mich in Ruhe, du Kackvieh! Shit! Ich darf auch nicht zu lange auf derselben Höhe bleiben. Ansonsten wirft er sich da seinen Scheiß nach mir. Mmh. Fick dich! Wow, das war super. Gute Hydropumpe. Shit! Nein! Weg, 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 weg! Oh, leider ultra knapp. Ich glaube, hier hilft mir der Expertengurt jetzt extrem, würde ich sagen. Ja, das war die Hydropumpe. Die hat wieder gesessen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Hydropumpe ist genial. Shit, das war nix. Bam! Okay, gleich ist die Hydropumpe wieder voll. Oh, 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 oh. Sie ist voll. Die muss sitzen. Shit! Bam! Yes! Friss das, Simsala! Ich mach dich alle! Oh, shit! Simsala, ich mach dich alle! Ha! Du hast nicht die geringste Chance gegen mein Croc, verstehst du? So, noch einmal die Hydropumpe und dann bist du weg! Noch nicht ganz, shit! Nein! Weg, 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 weg! Lass mich gehen! Leute, es funktioniert gerade sehr gut. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, da hatte ich beim... Shit! Hatte ich beim ersten Mal mehr Probleme. Aber es ist noch nicht geschafft. Jetzt ist es geschafft. Simsala. Hä? Das kann nicht wahr sein. Ist es aber. Aber Croc hat zu viel Schaden genommen. Das ist ziemlich scheiße. Diesen Sieg habt ihr nicht verdient. Allein schon deswegen, weil ihr nicht hier sein dürftet. Ja, ja, wie auch immer. Du hast den Kampf verloren. Und jetzt will ich verdammt nochmal Antworten haben. Woher kennst du mich? Antworten? Pff. Na schön, wenn du wirklich wissen willst, was ich gesehen habe. Was dann? Wie ich schon gesagt hatte, du dürftest eigentlich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ich habe dich gesehen, in Urania City. Du bist vom Schiff gekommen und... Holy shit, seht euch das an! Da unten auch noch, oh mein Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Doch alles kam anders als erwartet. Du bist in der MSA früher aufgewacht als in meiner Vision. Und deswegen konntest du dich diesem Jungen anschließen, den du auf dem Schiff getroffen hast. Die Zeitlinie hat sich so drastisch geändert, dass du jetzt hier bist. Verstehst du? Ich kann nicht zulassen, dass unsere Zeitlinie weiter verfälscht wird. Deswegen wollte ich erreichen, dass ihr nicht weiterkommt. Aber es ist, als ob jemand an der Zeit herumgespielt hätte. Was willst du damit sagen, Sabrina? Ich versteh's nicht. Glaubst du tatsächlich, dass ich dir diesen Mist abkaufe? Ich habe ja so einiges gehört, aber deine Geschichte ist ja mal scheiße lächerlich. Tja, glaub es oder nicht. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich irre mich nie. Aha. Und jetzt öffne wieder den Südausgang zu Urania City, klar? Aber zack, zack! Ich habe noch was zu erledigen. Na schön. Ja gut, diesen Schalter hätte ich alleine betätigen können. Naja, was soll's. Der Durchgang ist nun wieder frei. Zufrieden? Shit. Okay. Zerschneider, Croc! Noch nicht ganz. Croc, Zerschneider! Was zur? Was zur verdammten Hölle? Er hat Simsala geköpft. Ach du Scheiße. Nur für den Fall, falls du dich wieder in unser Weg stellen willst. Simsala, nein! Wieso nur? Du Unmensch! Danke für das Kompliment. Komm, Croc, gehen wir. Ernie!
Ach du Scheiße. Geht's. Und lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Das Leben, das du heute ausgelöscht hast, kannst du nie wieder gut machen. Ja gut, da hat sie wohl recht. Shit, haben wir einfach ihr Simsler gekillt. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Aber, ne? Drake wollte es. Was jetzt? Moment, immer nach unten rechts. Dann halt nicht. Shit, wie komme ich jetzt wieder hier weg? Dieselbe Technik, wie ich hergekommen bin? Hat nicht funktioniert, aber das hat funktioniert. Super. Die Silvko, CEO hat doch das nötige Impulsgerät. Lass es uns schnell holen. Ich werde dich hoffentlich bald finden, Vater. Lebt hier noch irgendetwas? Oh, Croc hat kaum mehr KP. Aber erstmal diskutieren wir eine Runde. Hm? Habt ihr alle so dringend auf mich gewartet, oder wie, hä? Was ist los? Schweigen. Kommt schon! Raus mit der Sprache! Ich werde wohl den Anfang machen. Drake? Richie hat uns angerufen. Er meinte, er hat dich wiedererkannt. Als Verbrecher. Er hatte einen Steckbrief von dir in seinen Unterlagen gefunden. Du bist ein Pokémon-Dieb. Und ein Mitglied von Team Rocket. Sogar der Sohn des berüchtigten Giovanni. Hätte ich nicht gedacht. Seid ihr also nun dahinter gekommen, hä? Tja, es ist wahr. Aber ich bin kein verdammtes Mitglied von Team Rocket, klar? Trotzdem. Was hattest du dir dabei gedacht, das uns zu verschweigen, hä? Jetzt. Reicht mir aber, ihr Arschgeigen. Ich kann mir euer Scheißgejammer nicht mehr antun. Guck mal, das ist der Sohn von Giovanni. Na und? Geht das euch was an, ihr Pisser? Ihr seid ja alle ganz große Klasse, hm? Obwohl ihr für mich alle wie ein Klotz am Bein wart, habe ich euch trotzdem geholfen. Leider. Ich bin durch die ganze Scheiße gegangen, durch den verfickten Friedhof und das abgefuckte Ariados getötet. Und die Bahngleise untersucht. Die Bahngleise. Ich wünscht, ihr wärt da mit dabei gewesen, um zu sehen, was ich da draußen gemacht habe, während ihr hier drinnen Däumchen gedreht habt. Alter, beruhig dich doch mal. Maul halten! Da wünsche ich mir doch direkt, dass ich meine Entscheidung, Henry rauszuwerfen, rückgängig machen kann. Der hätte von mir aus eure Kehlen aufschlitzen können. Wäre mir scheißegal gewesen. Wow, Drake, beruhig dich mal wieder. Aber nein, stattdessen werfe ich ihn raus und wenig später lauert er mir mit einer Axt auf. Was? Das hast du uns gar nicht... Ja, scheiß drauf. Und dann habe ich noch diesem wertlosen Fettarsch aus dem Silvko-Gebäude eskortiert. Obwohl er doch nur Mittel zum Zweck war. Drake, Mann! Ist doch gut jetzt! Ja, ich finde auch. Beruhig dich mal, Drake. Nix ist gut. Du bist ja schon von Anfang an auf den Sack gegangen mit deinem saudämlichen Gelaber. Nun, Und diese Pfeife da hinter dir kannst du in die Tonne kloppen. Dieser Typ ist das unnötigste Stück Scheiße, was ich je gesehen habe. Und nicht mal dieser Trainer aus Neuborkia ist mir so dermaßen auf die Nerven gegangen wie ihr. Wie kannst du nur solch schreckliche Sachen sagen, ne? Ach, wen interessiert das schon? Du hast uns die ganze Zeit was vorgemacht und uns ausgenutzt. Ja, Blitzmerker. Ich kann das nicht glauben. Noch nie hat mich eine Person so enttäuscht. Da sieht man, dass viele Menschen eine Maske tragen, um sich zu verstellen und um sich dann anderen zu bereichern. Nun, was soll ich sagen? Wir wollen einfach, dass du von hier verschwindest. Für immer. Nimm das Impulsgerät und geh einfach. Geh! SI-942P. C-942P, was auch immer. Und jetzt geh! Du wirst mich einfach nur an. Nicht sie war es das. Ich hab das, was ich will. Komm, Croc. Wir haben noch was zu erledigen. Seine Seele ist verloren. Es war schon ein Scheißabgang irgendwie. Was fällt diesen Pisser nur ein, sich mir gegenüber so anmaßend zu verhalten? Die können alle nichts. Aber die werden schon noch sehen, dass sie ohne mich nicht klarkommen werden. Lass uns jetzt einfach zur Diktahöhle nach Urania City gehen. Mit diesem kleinen Gadget können wir die Verschüttung entfernen. Bald sind wir in Vertania City. Okay, ich kann nicht mehr reingehen. Die Penner haben mich ausgeschlossen
Da komme ich sicher nicht mehr rein. Ich kann hier nicht speichern. Aber ich möchte hier die Chance kurz nutzen, um, ja, um den Part zu beenden. Denn das war's bereits wieder für heute mit Pokémon Dawn. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!